Ja, lass dich nicht vom Alarm stören. Zeig es mir. Ist aber nett, dass er ein Grabstein für uns herstellen möchte. Wenigstens das. So, wir sollen es überlassen. Ist ja gut, aber ich wollte eigentlich anhören, was sich unterbrochen hat bei dem vorletzten. Hephaistos? Nein, das hier. Ich habe noch nie jemanden umgebracht und einen Freund erst recht nicht. Aber so entwickeln sich die Dinge. Ich weiß nicht, ob Mr. Ryans Tod den Krieg beenden würde, aber ich weiß, dass der Krieg nicht aufhört, solange dieser Mensch atmet. Ich liebe Mr. Ryan, aber Rapture liebe ich auch. Wenn ich eins vernichten muss, um das andere zu retten, dann soll es eben so sein. Oh, der Typ ist so nett. Der ist wirklich nett. Der kommt mir vor wie so einfach so ein netter, netter Mensch, der hier einfach arbeiten wollte, seinen Traum verwirklichen wollte. Das hat alles nicht so funktioniert, weil hier nur Irre rumlaufen. Und wie viel Blut hier einfach mal rumliegt. Halleluja. Jetzt, wo ich das Wasser sehe. Was ist der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Parasiten? Ein Mensch baut auf. Ein Parasit fragt, wo ist mein Anteil? Ein Mensch erschafft. Ein Parasit sagt, was werden die Nachbarn denken? Ein Mensch erfindet. Ein Parasit sagt, Vorsicht, du könntest es dir mit Gott verscherzen. Ich glaube, er war nicht so der gläubige Anhänger. Ich frage mich, wie ich drauf komme. Don't ask me. Oh, Pistole. Sehr gerne. Ich würde auch gern. Ich will gar nicht wissen, was die hier gemacht haben an diesem Stuhl. Und ich kann hier kein. Haben die hier geschlafen? Hat er denn eine Art kleines Gefängnis? Hier geht's aber auch nicht weiter, oder? Nö. Okay. Ich gehe da mal. War das dein Privatbüro? Oh, mein Gott. Die Viecher machen mir echt Angst, die hier so rumhängen. Vor allem der Typ hier. Ich glaube, der hat keine Augen mehr. Tut mir leid. Ich gehe da mal zur Love Parade hier. Das, was uns gehört. Wir müssen ach, du Kacke. Und gut verteidigen. Wo sind die denn? Oh, Herr, ich hab dich für Geld verraten. Und was hab ich jetzt davon? Das ist mein Kind! Mein! Dein Wille geschehe! Ich hab mehr Eva, als ich Munition hab, also ging das jetzt relativ easy. So einfach kann's nicht gewesen sein. Außer sie haben nicht damit gerechnet, dass man das Ding immer noch vom Anfang dabei hat. Dabei ist das so praktisch. Oh, mein kleiner Big Daddy. Ein Messingrohr. Das ist alles, was du dabei hast. Hier irgendwo habe ich noch Munition gesehen. Nein, gib es mir. Okay, wenn das hier jetzt alles war, dann gehe ich mal weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Was passiert eigentlich, wenn so ein riesiger Baluga-Wal hier rein crasht? Und seinen Parasiten. Rapture blüht auf. Was zur Hölle ist das denn? Ich schätze mal, wir sollen den Stromleitungen folgen. Das ist creepy mit dem Auge. Das ist kein Auge, aber es sieht aus wie ein Auge, was dich beobachtet. Ist das Lava, die hier langläuft? Ehrlich? Ehrlich? Kann das funktionieren? Ich weiß es nicht. Ich würde erstmal von... Nein. Das galt nicht mir. Der ist nicht böse auf mich. Der kann gar nicht böse auf mich sein, der weiß gar nicht, wo ich bin. Au. Schön, dass ich in Mitleidenschaft gerissen wurde. Oh, ja, macht ihr mal. Ich guck dir mal vom Weiten. Mach sie platt. Wie jetzt? Von dem habe ich auch schon alle? Nee, sag ich doch. Yay. Ich nicht. Ich bin freundlich. Oh. Die Kleine sitzt da oben drauf. Mach ihn platt. Ich werde sterben. Ja, das war klar. Ich mach doch gar nichts. Oh Gott. Im Himmel.
Ja. Ich bin doch da. Behandle direkt deine gelben Augen. Ist kein Problem, genau. Lehn dich einfach mal zurück. Danke, Mister. Ich habe schreckliche Dinge gesehen und noch schlimmere Dinge selbst vollbracht. Danke. Du hast mich daran erinnert, dass noch nicht alles Licht auf der Welt erloschen ist. Ich schicke dir eine kleine. Sie wird dir behilflich sein. Dankeschön. Ich weiß zwar nicht, wo das nächste Adam-Ding ist, aber der Gedanke zählt. Ich check das mal eben. Genau. Wenn ich darüber laufe, passiert da nichts. Oh. Okay, nee. Die piept nur. Dann weiß ich Bescheid. Wieso darf ich das eigentlich, wenn ich in die Ader Ionen gehe? Oh, deswegen. Nevermind. Was ist das? Napalm. Ich benutze das einfach nicht, aber ich finde es auch überhaupt nicht interessant, diesen dämlichen Flammenwerfer, Chemowerfer zu benutzen. Es tut mich sorry. Ich muss hier runter. Darf ich nur eben das da noch aufheben? Hier ist eine Kamera, ne? Nee. Nein, das ist nur die Lichter von da. Mir scheint, Fontaine kam sein eigener Untergang gar nicht so ungelegen. Am Silvesterabend kamen seine erbärmlichen Spleißer aus den Armenhäusern geströmt und haben buchstäblich die Stadt gestürmt. Die Toten verfaulen auf der Straße und die Einwohner tun alles, um sich Plasmide zu besorgen. Sie wollen nur noch eins, sich das Gesindel vom Hals halten. La la la. Ja, ja, komm mal her. Nee, 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 komm mal hoch. Ich meine wirklich, dass du hier hochkommen sollst. Oder haben die mich gar nicht gesehen? Aber der kam doch hier gerade ums Eck gerannt. Ja, mach doch, was du willst. Ja, ja, ich bin total sneaky. Sneaky little bastard. Munition ohne Ende. Das ist wie immer ein schlechtes Zeichen. Verdammter Alkohol. Ich komme aber auch nicht davon los. Ich sollte mir unbedingt eine Gruppe suchen. Vielleicht mit Andrew, Ryan und Fontaine zusammen. Ich bin mir sicher, die haben auch einiges in die Binde gekippt. Der mit seinen Daddy-Issues. Wieso kann ich das Ding eigentlich nicht... Nein. Das hat funktioniert. So gefällt mir das. Ist euch eigentlich klar, dass wir uns im Krieg befinden? Wenn ihr die Wartung der Big Daddies nicht ordentlich macht, verbrauchen sie die R34er, so wie die Nutten in Eves Apple Penicillin fressen. Atlas Schläger greifen uns pausenlos an. Diese Woche sind schon zwei Mechaniker draufgegangen. Wir müssen die Verluste so gering wie möglich halten. Wenn ich mit Amateuren hätte arbeiten wollen, wäre ich an Land geblieben. Amateure. Die Big Daddies brauchen also Wartung. Das erschwert ja irgendwie meinen Eindruck, dass die Roboter sind. Also komplett Roboter. Ohne menschliche Sachen und so. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, weil ich nicht wirklich... Was? Stickstoff? Weil ich nicht wirklich sagen kann, ob ich nicht richtig zugehört habe an der Stelle, wo erklärt worden ist, was die Big Daddies eigentlich sind. Oder ob es noch gar nicht erwähnt worden ist. Ich verzeih dir. Oh, ah. Du musst mich... So ist's recht. Ich glaube, ich bin einmal zu weit runtergerannt. Nein, ich hab... Ah, ich Idiot. Ups. Nee, renn doch nicht weg. Ich, hä? Wie jetzt? Irgendwann haben sie den Alarm ausgelöst. Das ist ja schon mal gut. Nehme ich gern. Das ist schön. Ich, eine Attentäterin? Das ist köstlich. Ich hätte vielleicht mitgemacht, könnte ich mir vorstellen. Als Opfer der genetischen Manipulation, dass ich bin. Ich habe ganz vergessen, dass ich einst an diesen Ort geglaubt habe. Ich habe an Ryan geglaubt. Doch als es eng wurde, glaubte Ryan nicht mehr an Rapture und an den großen Zusammenhang, die große Verkettung. Er glaubte nur an die Macht. Und jetzt ist dieser Ort im Arsch. Und mein Mädchen ist weg. Schlimmer als weg. Sie ist jetzt eins von diesen Dingern. Bin ich also eine Attentäterin? Tja, das kann man nur auf eine Art rausfinden. Ah, jetzt verstehe ich's. Ah! Oh Gott. Was war das denn? Wollt ihr mich knutschen? Ich stehe nicht so drauf. Dankeschön. So, jetzt endlich das hier.
Ah, schöne Musik. So, das wollte ich mal wieder. Dankeschön. Mhm, machen wir gleich ein Slotling. Ich darf da ja nichts reinlegen, wenn ich sie kaufe. Das ist ein bisschen schwierig. Gesundheitsupgrade, auf jeden Fall. Eve-Upgrade brauche ich jetzt nicht zwingend. Es ist Ewigkeiten her, dass es mir das letzte Mal ausgegangen ist. Plasmid-Slot. Immer noch nicht, nein. Kampftonika-Slot vielleicht. Kann sicherlich nicht schaden. Und weißt du was? Ich hole mir jetzt einfach mal hier den Range-Löcker. Dämpft deine Schritte, erhöht ahnungslosen Gegner massiv den Schaden durch Nahkampfangriffe. Weißt du was? Ja. Wenn ich dafür Platz habe. Ich kann es ja gerade sowieso nicht einsetzen. Und das hier. Aber absolut. Pistolenschadensteigerung. Rückstoßverringerung. Schadens- automatisch generierte Hohlladungen machen dich deinen eigenen Granaten. Oh ja. Definitiv. Absolut. Ich will nicht wissen, wie oft ich mich schon selber einen reingedrückt habe mit dem Zeug. Kann ich hier rein? Ich werde jetzt mal nicht mir selbst vorgreifen. Ich glaube, da oben war auch noch was, wo ich hin wollte. Sorry, ich muss mal eben wieder zurückrennen. War hier doch nichts, wo ich hin wollte? Doch, hier, Workshops, oder? Hallo? Nein? Gar nicht? Wusste ich nicht hier vielleicht? Oder kam ich von hier? Ich bin verwirrt. Es ist so ein Kreis aufgebaut. Da ist... Oh, guck mal. Plasmide. Ich kann sowieso nur noch einen Plasmid-Slot kaufen. Das ist ein Körpertonikum. Richtig? Richtig. Vermutlich. Spotboost. Die bewegen sich schnell in die Rohrzange. Das hier brauche ich nicht, Dieb. Das kann ich direkt mal ersetzen. Ich weiß zwar noch nicht durch was. Natural Camouflage. Wenn du stillstehst, wirst du unsichtbar. Nein, danke. Sicherheitslücke. Sicherheitskammer und Geschütze brauchen länger, um dich zu... Ah, aber hallo. Das Mine verbrauchen weniger Eve. Dass wir davon noch nicht eine 2.0-Variante haben, finde ich ja krass. Okay, aber ansonsten... Jedes Mal, wenn du sie etwas hacken, erhalten sie ein wenig mehr... Das benutzen wir tatsächlich. Habe ich schon wieder vergessen. Nee, ich wollte noch gerne beim Techniker-Tonikum links gucken. Wir haben jetzt Slow rein. Alarmplatten. Verringert Dauer von Kameras. 2 Überlastungsplatten weniger beim Hacken. Ich glaube, das ist auch so ziemlich das. Verringert den Schwierigkeit. Alarm Expert. Smart Produkt entschärft Alarmschaltung und Sicherheitsthemen. Nur mit Hilfe von der Zusammensetzung deines Körpers. Probieren Sie doch aus. Okay. Probieren wir mal das. Ich bin ja offen für alles. Und hier wollte ich auch noch was. Ranch Lurker. Was haben wir hier denn überhaupt alles? Frozen Field. Frozen, ne? Photographer's Eye haben wir schon. Machine Boost. Brauche ich nicht. Statische Entladung. Gibst du Energie und fügst. Haben wir ja schon +2. Dann machen wir aber den statt den. Weil ich ja so gerne sneaky versuche zu sein. Und ich, die Betonung liegt hierbei auf. Oh, ich sehe da was. Hallöchen. Ich sollte vielleicht auch die Bolzen öfter mal verwenden. Ja. Ich hack das sehr gerne. Safe. Lecker, lecker. Okay. Gut. Ja. Weiter geht's. Dann folge ich jetzt einfach mal blind dem Pfeil. Das haben wir sonst noch nie gemacht. Es ist, Hallo. Den Autohacker nehme ich auch gerne. Das ist aber sehr freundlich von dir. Muss ja unglaubliche Hitze hier sein. Wieso habe ich eigentlich immer so einen Mangel an Pistolenkugeln? Ich verstehe das nicht. Oh. Das sieht hier nicht mehr so ganz frisch aus. Bitte halte noch wenigstens 10 Minuten oder so. Ich bin sofort wieder da. Ja, super. Die Musik macht es gleich viel besser. Suche im Hitzeverlust Motivator. Nein. Was war das? Zur Hölle. Kann ich nicht mehr zurück? Nein, kann ich nicht. Man hat es nicht gesehen. Ich hätte vielleicht Facecam mitspielen sollen. Ich habe gerade ein Auge die ganze Zeit zugemacht und mit dem anderen so halb nur drauf geguckt. Wie so ein kleiner Gestörter. Super. Da habe ich jetzt richtig viel Vertrauen, dass überhaupt nichts passieren kann. Ich hasse es. Ach du Kacke. Nein. Hallo? Hör auf! Ich will nicht mehr.
bleib jetzt immer an der Wand. Ich höre einen Big Daddy. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, fuck me! Ich hasse diese Dinger. Oh mein Gott. Ich hasse es so sehr. Ich kann es nicht in Worte fassen. Hör mir zu! Drecksteile, ey. Oh mein Gott. Guck mal her. Guck mal, ey, die machen aber wirklich vergleichsweise wenig Schaden. Könntet ihr bitte explodieren? Wieso explodieren die Dinger nicht? Alles nur noch schlimmer für dich. Boah, stirbst du bitte? Wie viel HP hast du denn? Stell dir den Willen vor, den man braucht, um so einen Ort zu erschaffen. Was hast du gebaut? Nichts. Du kannst nur plündern und zerstören. Du bist kein Mensch. Was soll denn das heißen? Ich bin sehr wohl ein Mensch. Ich bin ja irgendwie hierher gekommen und ich habe Eltern und ich habe eine Familie und da wollte ich eigentlich nur hin. Und irgendwie hält mich ja alles auf. Wenn man mich einfach gehen lassen würde, dann würde ich gehen. Da kenne ich ja überhaupt nichts. Habe ich eigentlich schon Big Daddy? Ja, einen habe ich schon. Okay. Stimmt, den haben wir ja am Anfang gekillt. Okay. Da war wieder schön hier. Hier bleibe ich. Ich erzähl dir mal was über diesen Keyboards und die ganzen anderen Universitätsfuzis. Die sind ja so schlau. Meinen sie jedenfalls von sich. Also, ich hab dem Typ letzte Woche ein paar Drinks eingeflößt. Und auf einmal erzählt er mir, der Schlüsselcode zu seinem Büro wäre das Datum des Australia Day. Also gehe ich jetzt jede Woche ganz vorsichtig rein und nehme mir ein paar Piepen aus der Kasse. Der Australier kriegt das nicht mit und ich sag's ihm bestimmt nicht. Er hat echt eine Menge verrücktes Zeug da drin. Vielleicht, na, vielleicht werde ich eines Tages gieriger. Wie absolut cool er das sagt. Vielleicht werde ich eines Tages gieriger. Aber, oh. Hallo? Hast du die Kleine dabei? Ich glaube nicht. Ich glaube, die holt er jetzt. Oh, das hieß, habe ich von dir eigentlich schon alle Fotos gemacht? Ich fürchte fast nicht. Hallo. Verdammt. Bringt das was? Ja, ich weiß, dass es weniger bringt, aber guck mal. Dein Gegner hat Ranch Jockey und du glaubst immer noch, du könntest ihn besiegen? Dann sicher, weil du schon Ranch Jockey 2 hast. Lass dich nicht mit jedem Modell vom letzten Jahr erwischen. Rüste noch heute auf. Ach, mit jedem. Nicht mit... Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich bin ja hier nicht Werbesprecherin. Ja, Kontaktmina. Das ist der mich immer angesehen war. Einmal hier. Einmal da. Nee, nicht wegrennen. Oh! Alter, bist du gerade meine Sachen hier überrannt? Nein, Mann, verdammt. Renn doch hier durch. Danke. Alter, Verwalter. Nein, ist alles gut. Guck mal, ich habe hier eine Riesenkanone. Willst du nicht mal damit spielen? Wieso nicht? Nur für dich. Dein Hemd ist auch schon ganz schön mitgenommen, wie ich gerade gesehen habe. Hallo. Danke. Kein Problem. Danke, dass du mir geholfen hast. Dies immer wieder gern. Immer wieder gern. Wenn dein Big Daddy mich nur mal lachen lassen würde, wir könnten die besten Freunde werden. Warte, lass mich mal kurz nachdenken. Eine einzige fehlt uns noch. Ich glaube, wir haben trotzdem eine übersehen. Was mich ja immer noch ärgert.